Der Maxwell, ein Schotte. Der Rechtsrund, die berühmten Maxwell-Gleichungen, die sind so kompliziert. Ich überspringe sie mal. Das ist der Zusammenhang von Magnetismus und Elektrostatik und Ström. Hier Ende 19. Jahrhundert, also das war die Zeit von Otto Wagner. Firmen haben sich da schon gegründet. Elektromagnetismus, die ersten industriellen Umwandlungen, die ganze Telefonie, das ist alles Elektromagnetismus. Der Siemens hatte dann den Magnetismus in der Telefonie und rechts sieht man schon so einen kleinen Elektromotor. Das umgekehrte Prinzip ist dann der Generator. So einen ganz einfachen Elektromotor habe ich also da hier aufgebaut. Wenn Gleichstrom fließt, dann entsteht also hier an einer Seite Nordpol, an der anderen Seite Südpol und Nord-Süd, sagen wir, wenn hier Nordpol wäre, wenn das ein Südpol wäre, dann würde sich der Magnet gleich mal in diese Richtung drehen. Wenn ich also jetzt hier Spannung drauf gebe, dreht er sich. Siemens hat den Elektromotor perfektioniert, geht zurück auf Faraday mit seinem Elektromagnetismus. Siemens, da sieht man schon rechts die ersten Elektrofahrzeuge, eine Elektrolokomotive. Thomas Alva Edison, ein amerikanischer Erfinder, der also sehr, sehr viele Sachen verbessert hat, erfunden hat. Phonograph, das haben wir also gerade gehört. Dann hat er eine Glühlampe. Die Glühlampe war die großartige Erfindung. Ein Glühfaden drinnen, der sehr hohe Temperatur bekommt, wenn Strom durchfließt und dann Licht abgibt. Wenn wir da Strom durchfließen, seht ihr? Dann im Prinzip ist das die Glühlampe. Ja, Bell, Telefon. Entwicklung, Weiterentwicklung. Nikola Tesla, der Name ist der Jugend heute vom Elektroauto bekannt, gell? Tesla. Er hat sich also sehr starke Verdienste auf der Hochspannung und am Wechselstrom gemacht. Im Technischen Museum setzt er solche Vorführungen, hat es jemand schon gesehen? Ja, Marconi. Marconi ist also berühmt geworden durch seine Funkübertragungen. Funk kommt also auch. Da steckt der Name Funken drinnen. Wenn ein Funke überspringt, hört man ein Krachen, hört man also eine Aussendung elektromagnetischer Wellen. Das einfache Steuerelement, wo man mit einem kleineren Strom größere Ströme steuern kann, das war also das Relais. Jetzt hier. Über die Glühlampe ist es dann zur Erfindung der Elektronenröhre gekommen. Verstärkerröhre. Da sieht man eigentlich das Prinzip Glühlampen, ja. Der Faden glüht und oben ist eine Elektrode. Wenn also oben Plus ist, dann fließt Strom durch. Elektronen sind negativ, werden angezogen, da fließt dann Strom. Und 1907 kann man sagen, ist der Beginn des Elektronikzeitalters. War Architekt, Städteplaner und Visionär. Und das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben will. Er war Visionär. Er war nicht nur Techniker, sondern er hat über seine Zeit hinaus auch Visionen entwickelt in der beruflichen Tätigkeit. Er wird geboren in einer Vorstadt und wird dann entsprechend Architekt, Architekturtheoretiker und Stadtplaner. Stadtplaner eines Wien, das zu seinen späten Lebzeiten 2 Millionen Einwohner gehabt hat. Der Jugendstil ist an und für sich nicht ganz seine Erfindung. Einer der ersten Bauten, diese Fassade, die ist schon etwas Außergewöhnliches. Das ist keine 0815 Gründerzeitfassade. Seine Villa, er baut sich in Hütteldorf seine erste Villa. Übrigens, diese Figur, die ist nicht ganz Otto Wagner, die ist Fuchs. Er war nicht nur Architekt, sondern er hat natürlich auch
mehr als die reine Architektur. Wien war am Rande der Donau. Die Donau, Mitte des 19. Jahrhunderts, war ein ungezügelter Fluss und jetzt hat man natürlich auf der einen Seite diese Donau begradigt. Den Donaukanal, wie wir ihn heute kennen, das war eines dieser Gerinne. Hier benötigte man natürlich für den Schutz der Stadt, der Innenstadt, eine entsprechende Maßnahme. Und hier hat in Nussdorf eine Brücke und ein Absperrwerk gebaut. Ein ganz wesentlicher Punkt im Schaffen des Otto Wagner ist die Wiener Stadtbahn. Die Stadtbahn ist natürlich aus einer rein ökonomischen bzw. auch militärischen Sicht heraus notwendig gewesen. Die Eisenbahnlinien, die sind alle nach Wien gegangen. Wir haben den Westbahnhof, wir haben den Südbahnhof, wir haben den Ostbahnhof, wir haben den Franz-Josefs-Bahnhof, wir haben den Nordwestbahnhof, wir haben den Nordbahnhof zu diesem Zeitpunkt. Das waren Kopfbahnhöfe. Die hatten an und für sich kaum Verbindung. Nur das Militär hat gesagt, bitte, wir brauchen durch Wien die Möglichkeit, ohne umzusteigen, die Waggons durchzubringen. Und da war die Möglichkeit für Otto Wagner, diese Bahnhöfe oder diese Bahnlinien innerhalb von Wien zu verbinden. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine Versorgungssache. Es war auch die Idee vorhanden, das zu elektrifizieren. Das wäre eine gute Idee gewesen. Das Problem, die Militärs, und die hatten damals ein gewichtiges Wort, das wissen wir nicht, ob das betriebssicher ist, wenn da irgendwas ist. Fahren wir mit Dampf, das wissen wir, das funktioniert. Otto Wagner hat schöne Konstruktionen geliefert. Sein Markenzeichen gerade bei der Stadtbahn, es sind diese Grenze, diese, ja, die er immer wieder verwendet. Hier haben wir die Orientierungskarte, wie er sich das vorgestellt hat, die ganze Stadtbahn. Also das heißt, die U4 ist zur Gänze der Otto Wagner, die Trasse, die Gürtellinie, die heute ein Teil der U6 ist, und die Vorortlinie, die heute als S45 von der ÖBB betrieben war. Eine besondere Station war der Hofpavillon Hietzing. Der besteht heute noch, das ist eine Außenstelle des Wien-Museums. So schaut dieses diese Hofstation innen aus, mit einem Gemälde, wie Wien damals aus ungefähr 800 Meter ausgeschaut hat. Franz Josef hat an und für sich sehr selten die Eisenbahn benutzt. Ja, das ist halt Karlsplatz, ist die zweite wirklich extrem gestaltete Station. An der Höhepunkt hat er sich natürlich großartig als Professor und malen lassen. Wichtige Bauten sind zum Beispiel jene an der Wienseite. Das sind insgesamt drei Bauten. Übrigens, eines von diesen drei Häusern hat er auch bewohnt. Also das muss man auch dazu sagen. So schaut es innen aus. So. Und die Gestaltung, das ist natürlich dann schon in Richtung Höhepunkt des Jugendstils. Boschbackersnamt. Das heißt, jenes Gebäude, wo eigentlich dahinter das Geld liegt,
Es wird dargestellt, wie die damaligen Kassenschränke, die sind genietet gewesen. Und die Fassade sollte die Sicherheit eines Kassenschranks, eines Safes darstellen. Otto Wagner hat auch die Inneneinrichtung gestaltet. Also Kassensaal und diese Engel aus Aluminium. Wobei Aluminium war damals ein sehr teures Material. Steinhof, Kirche St. Leopold, wobei das war die sogenannte niederösterreichische Landesirrenanstalt. Wien war damals Bestandteil von Niederösterreich. Hauptstadt und Bestandteil von Niederösterreich. Die Eröffnung durch den Franz Ferdinand. Übrigens, Franz Ferdinand war ausgesprochen böse darüber, dass man in Wien einen Otto Wagner etwas bauen hat lassen. Also, ja, so schaut es innen aus. Es werden die wenigsten vielleicht die Stachofer Kirchen von innen kennen. Ein Fenster und eine nette in der neuen Freien Presse in ihrer Ausgabe von 1907. Und ist es nicht eine hübsche Ironie des Schicksals, dass so ziemlich das erste vernünftige sezessionistische Gebäude großen Stils in Wien für die Irrsinnigen gebaut worden ist? Schützenhaus am Donaukanal. Ursprünglich war gedacht, im Zuge des Donaukanals den aufzustauen, jeweils um größere Schiffe dadurch fahren lassen zu können. Er hat immens viel geplant, wo er nicht den Auftrag bekommen hat, beziehungsweise was überhaupt nicht mehr dann ausgeführt worden ist. Insbesondere ein großer freier Platz war damals die Schmelz. Da war auf der einen Seite eine Akademie gedacht, auf der anderen Seite haben wir dann später eine Friedenskirche, das Wien-Museum. Heute sind dort eine Menge Kleingärten, heute ist die Sportuniversität dort. Ja, Vogelschau für die Akademie der Bildenden Kunst auf der Schmelz. Die Stadtentwicklung. Ihr habt vorhin schon die Bemerkung gemacht, 2 Millionen Einwohner hatte ungefähr 1910 Wien. Otto Wagner hatte knapp nach 1900 einen Stadtentwicklungsplan entwickelt und hat für nächste die Prognose für 1950 5 Millionen Einwohner prognostiziert. Das war das sogenannte Plan für Wien 21, also das heißt in etwa 21. 22. Bezirk. Reichskriegsministerium, also das heißt, was heute Regierungsgebäude ist, hatte Otto Wagner natürlich in seinem Stil schon entsprechende Pläne vorgestellt. Der Erzherzog Franz Ferdinand war nicht gerade ein Freund von Otto Wagner, der hat einmal den Entwurf schon weg, wird ausgeschieden. Ja, 1917 hat, und das habe ich vorhin schon erwähnt, die Friedenskirche. Und da versucht der schon hochbetagte Otto Wagner, etwas für den Frieden zu stiften. Auf der Schmelz für 3000 Besucher eine Kirche. Also ist natürlich auch nicht ausgeführt worden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Dankeschön. Herr Freilich, bitte die Fortschritte zu verfolgen, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte das Ineinandergreifen von Wissenschaft und Technik erzielt. 1918 war der Erste Weltkrieg beendet. Zuerst kapitulierte Österreich-Ungarn und dann die
Kapitulation des Großdeutschen Reiches. Und dann wurde ausgerufen, Dr. Karl Renner, die erste Republik Deutsch-Österreich. Was politisch passiert ist, ist überhaupt sensationell. Und zwar, der Kaiser Wilhelm musste zurücktreten. Die nächsten waren, das nächste Kaiserreich waren die Romanovs. Die wurden ja früher 1918 auf Befehl von Lenin wurden die ja erschossen. Ja, und das letzte Kaiserreich, das war der Sultan von Konstantinopel, das war Mehmed VI. Und das ging eigentlich über die Bühne, muss ich vorstellen, das sind ja praktisch vier riesige Revolutionen. Wie kam es überhaupt zu dem Ersten Weltkrieg? Wir waren da eigentlich schuld. Das war dieser Kaiser Franzose, Vater schuld. Und warum? Weil am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo Franz Ferdinand und seine Frau von einem Studenten, von einem serbischen Studenten erschossen. Und das war die Basis, um denen den Krieg zu erklären. Ist das logisch? Nein, das ist überhaupt nicht logisch. Ich sage euch da zwei Zahlen. Erstens aber, also in Sarajevo sind zwei Menschen ermordet worden. Und der Erste Weltkrieg hat gebracht 10 Millionen Soldaten an der Front. Wie viele Zivilisten sind da ums Leben gekommen? Und da rechnet man mit an die 50%. Das heißt nochmal 5 Millionen. Die spanische Grippe. Und von, man muss sich vorstellen, von 1917 bis 1920 starben dieser spanischen Grippe 20 Millionen Leute. Was das zusammenzählen, sind wir bei 35 Millionen Todesopfer im Ersten Weltkrieg, gegen zwar in Sarajevo. Der Kaiser Franz Josef, muss man sagen, war die größte, meiner Meinung nach, militärische Niete, die es überhaupt nicht gegeben hat. Wie kann ich einen Krieg jemand erklären? Ich habe nicht einmal noch mobil gemacht. Er musste dann Truppen ausheben, das waren dann die 500.000 Mann. Und diese 500.000 Mann hatte er für 150.000 nicht einmal eine Begleitung. Er hatte keine Ausrüstung, er hatte keine Waffe, er hatte keine Munition. Keine Bevorratung von den Nahrungsmitteln. Das heißt, wir hatten bereits 1915 einen Nahrungsmittelmangel. Das heißt, das musste bereits rationiert werden. Und dann gibt es in der Kriegserklärung einen Satz, der bezeichnet ist. Man sieht, dass der Journalismus eine ganz große Gefahr sein kann in solch einem autoritären monarchistischen System. Da habe ich gesagt zu den Soldaten, zu Weihnachten seid ihr wieder zu Hause. Da hat er die Jahrestür nicht dazu gesagt. Ja, und der Krieg dauerte fast 4 Jahre. Ne? Also 1918 war er dann endlich zu Ende. Also das heißt, Kaiser Franz Josef war weder ein Diplomat, noch war er ein Militarist, noch hat er Visionen. Und dieser Kaiser wird bedauerlicherweise von den Historikern noch immer in den Himmel gehoben. Warum? Weiß ich eigentlich nicht. Und wenn man schon beginnt beim Kaiser Franz Josef, der ist mit 18 Jahren an die Macht gekommen. Und da gab es ja einen Metternich. Und der Metternich wird ebenfalls in den Himmel gehoben. Das war das größte Gefrast, meiner Meinung nach. Weil der hat natürlich auch wieder auf sich geschaut. Wie kriege ich wieder meine, die mir der Napoleon weggenommen hat, wie kriege ich das wieder zurück? So, und damit war der 18-Jährige am Thron. Das hat aber den Ungarn nicht gepasst. Und da kommt ein ganz großer Fehler von der Kenntnis innerhalb der Monarchie. Die Ungarn wollten schon immer weg von den Habsburgern und schon gesagt, das ist die Gelegenheit, der junge Bärsch, und da erheben wir uns und schauen, dass wir sich von Österreich lösen können. Das ist nicht gelungen. Der russische Zar, das war Nikolaus I., hat ihnen Truppen geschickt. Dadurch konnte Kaiser Franz Josef sein Reich erhalten. Nur jetzt hat er den Fehler gemacht. Er hat Urteile ausgesprochen und die Schuldigen, die Köpfe, wurden also hingerichtet. Und das darf man nicht machen. Der russische Zar hat gesagt, richten Sie sie nicht hin, nehmen Sie ein Vermögen weg und Sie sollen das Land verlassen. Nur was er nicht durchschaut hat, wieso hat ihn der Zar überhaupt unterstützt militärisch? Weil das russische Reich, und das hat eigentlich fast keine Mehrzugänge. Und jetzt nehmen wir die europäische Seite, nehmen wir die Krim. Ja. Also ich war auf der Krim, wir waren in Sevastopol, und den Kriegshafen war schon ein Traum. Da stand die russische Armee. Die wollte Konstantinopel erobern und konnte dann durch die Dardanellen, also Bosporus Dardanellen, wären die im Mittelmeer gewesen. Das hat den Engländern, den Franzosen nicht gepasst. Daher kam es zu dem Krimkrieg. Und da hatte der Zar gerechnet,
dass Kaiser Franz Josef ihm hilft. Und er hat ihm nicht geholfen. Und da ist ein Hass entstanden, der leider über 100 Jahre weiterhin funktioniert, vermutlich. Und der Kaiser Franz Josef hat gesagt, Leibwand war ich denen Engländer und denen Franzosen helfe, werden die für mich sein. Das waren sie nicht. Weil praktisch, es kam ja sofort der Napoleon III., der hat einfach zu den Italienern gesagt, wisst ihr was, erhebt sich und schmeißt die Habsburger raus. Das letzte war die große Niederlage, das war ja Königgrätz. Franz Josef hat geglaubt, er wird, oder mal die Ringstraße freigegeben, ich werde einmal diese Metropole, werde einmal Berlin überholen, und dort muss ich aber die Hohenzoller besiegen, das heißt, ich muss effektiv diesen Krieg anzetteln. Ja, der ist natürlich auch daneben gegangen, durch eine ganz einfache Sache. Man hat eigentlich den Feldherrn, das war der Feldherr Benedikt, die Schuld gegeben, und das zweite war das Zündnadelgewehr. Und was hatten die Österreicher? Einen Vorderlader. Also das heißt, die Schusskraft, dieses Zündnadelgewehr, war natürlich dreimal so schnell, daher haben wir irre hohe Verluste gehabt, und der Krieg ist dann in die Hosen gegangen. Das heißt, der wurde verloren. Das Einzige ist übergeblieben, dass er gesagt hat, dann mache ich aus Wien eben eine Weltstadt, und da hat ihm der Otto Hahn geholfen. So, danke schön.